27. Perrine. Nach einem Abend der Diskussion habt ihr euch zurückgezogen. Isarun hat meditiert und ihr Blut in astrale Fäden umgeschrieben. Nachdem euch der Lärm und der Gestank der Stadt geweckt hat, seid ihr zur weiteren Besprechung bei Witwe Prutz und Abelmir zusammengekommen. Answin ist dort und kann euch berichten, dass vor der Stadt die ersten Reiter eingetroffen sind. Viele schwer verletzt, traumatisiert und noch immer unter Schock. Sie sind Tag und Nacht geritten und haben verletzte Kameraden gestützt, ohne Wasserreserven, ausgetrocknet mit spröden Lippen. Aufgehalten wurden sie an dem Tor und dort kampieren sie nun in der Nähe der Tempel. Was machen wir mit denen? Da könnten ja auch Feinde drunter sein. Wir müssen es auf jeden Fall nicht in die Stadt lassen. Wir können, das wird schwierig, von der Bevölkerung separieren und auf jeden Fall dafür sorgen, dass sie alle versorgt werden. Mit Verbandsmaterial, mit Nahrung, mit Wasser. Wasser sollte hoffentlich nicht mehr das Problem werden, aber der Rest muss herbeigeschafft werden. Glaubt ihr, wir sollten uns darum kümmern oder macht der Rat der Helden das schon? Weil wir sind ja jetzt auch bestimmt genauso wie der restliche Rat der Helden, die davon erfahren. Ich bin mir das unsicher immer, weil wir ja auch dazu gehören. Du hast doch gute Kontakte zu den Tempeln da oben. Zu wem? Zu den Tempeln dort oben. Kannst du nicht vielleicht schon mal die ein oder andere Mahlzeit bewegen? Das wird schon gelaufen sein. Die Pirane-Geweihten und die Travia-Geweihten, die da oben sind, werden jetzt nicht Däumchen gedreht haben, nichts getan haben. Die Frage ist nur, ob die Mittel ausreichen. Das könnte ich mal in Erfahrung bringen. Also, wenn ich das richtig verstanden habe, dann, ja, sie haben da natürlich auch Dravia und Saar-Tempel dort oben und der Medikus Hal Sturmfels kümmert sich wohl ebenso um sie. Aber es sind natürlich viele, viele, die jetzt einkommen und die ersten Gerüchte machen sich breit. Wenn wir nichts tun, dann passiert dort oben auch nichts, aber könnte natürlich sein, dass wir vielleicht dort nochmal nach dem Rechten gucken wollen. Ansonsten heute Abend wäre die nächste Besprechung angesetzt. Mit dem restlichen Rat der Helden, wer denn Zeit hat und wer denn dort auftauchen wird. Vermute, dass Thorneisinger selbst keine Zeit hat, denn der ist aufgrund seiner Schmiedearbeiten aktuell im Ingrim-Tempel eingebunden. Mir ist noch in der Nacht eine Idee gekommen im Schlaf. Und zwar, wir müssen uns ein kleines fettisches Meisterstück leisten. Wir geben, ich weiß nicht mehr, wie die Frau hieß, die so ähnlich aussah wie Rohaya. Wir geben sie als Rohaya aus, um die Mannschaftsstärke, aber auch die Moral hochzuhalten. Wir geben erst nach dem Kampf zu, dass wir die Kaiserin verloren haben und werden vorher eine Lüge verbreiten, dass die Kaiserin bester Gesundheit ist und dass wir den Kampf vorhaben zu gewinnen mit ihrer Macht. Abgesehen davon, dass dies natürlich eine grobe Lüge wäre, wäre es für ihre Schwester auch noch Hochstapelei, sich als die Kaiserin auszugeben. Dann nehmen wir, also ich würde das trotzdem tun, um die Bevölkerung aufzustacheln gegen den Feind, denn wir wissen alle, dass wir nur einen Versuch haben, bevor Gareth vielleicht komplett endgültig vernichtet ist. Und wenn wir uns solcher Methoden annehmen, was ist es dann noch wert? Alles. Können wir das denn überhaupt? Natürlich können wir das, wir können alles. Immer zwinkert. Der Herr Fex hat uns die Macht gegeben, unseren Verstand zu benutzen und der Herr Preyos hat uns gesagt, wir müssen dann die Ordnung halten. Sagen wir, es ist nicht die Preyos gewollte Ordnung in hundertprozentiger Sicht, also vollständig. Aber es ist doch wohl Ordnung, die wir aufrechterhalten, weil wir die Panik und die Angst, ihre Kaiserin nicht nur verloren, sondern auch die Kaiserin-Tochter verloren zu haben, auf der Bevölkerung sozusagen minimieren und dadurch die Seelenqual, dass sie ganz alleine sind, dass sie ganz ohne Führer sind, ausmerzen. Wir können ja beides tun. Wir können ja sie zeigen in Kleidung von Rohaya, ohne sie jemals als Rohaya zu verkünden. Technisch gesehen wäre das keine Lüge, wenn die Leute selbst davon ausgehen, dass sie Rohaya gesehen haben. Richtig, Wir wir verkünden. wissen, wir können nicht sicher sagen, dass Rohaya tot ist. Wenn ihr also Richtig, und überzeugt dann seid, zeigen. sie sei noch am Leben. Und wenn zufällig Hippolyta währenddessen durch die Stadt läuft. Das muss mir nicht gefallen, aber es ist wohl in Ordnung. Aber sie auch nur zur List, zur Kaiserin zu erheben, das geht zu weit. Also passt auf, was ihr tut. Ansonsten, wenn ich euch richtig verstanden habe, dann sollte heute die nächste Operation beginnen und dass wir im Namen der 8 Märtyrer, Chelissa, Doridania und so weiter, ihr kennt die ganzen Namen, dann zur Verteidigung der Stadt ausrufen. Denn, naja gut, jetzt sind die ersten Reiter da und nichtsdestotrotz, trotz unserer Nachrichtensperre, werden sich nach und nach Gerüchte verbreiten und dann müssen wir natürlich eben auch auf die 8 Märtyrer, die wir jetzt die letzten 2 Tage angekündigt haben,
besinnen. Also das wäre der nächste Plan, der automatisch anläuft. Dann werde ich also heute versuchen, mit den Hexen Kontakt aufzunehmen, dass wir sie als Aufklärungs- und Ergänzungsleute bekommen für unseren Kampf gegen die Festung. Ich glaube, wenn wir ein paar weitere Spezialisten in diesen Luftkampf mit einbringen, dann wird uns das nicht zum Nachteil gereichen. Hoffentlich. Am Thema Spezialisten und Luftkampf. Wie geht eigentlich eure Arbeit an Leonardos seltsamer Maschine voran? Ganz gut. Das Ding ist schon flugbereit, denke ich. Also man muss doch irgendwas machen, damit es fliegt, aber ja, das brauchen wir noch. Aber sonst geht alles. Es fliegt also noch nicht, ja? Ja, es fliegt doch nicht ganz, aber wir sind kurz davor. Das kann nicht mehr lange dauern. Also wollen wir das heute noch ausprobieren? Ich bin dafür, wir probieren das heute noch aus. Das klingt sehr lustig. Ich will ja damit auf jeden Fall nochmal einen kleinen Testflug machen. Sehr gut. Könnte sich vielleicht sogar stärkend auf diese Moral auswirken, wenn jetzt der Rest von Gareth erkennt, dass wir uns in die Lüfte erheben. Sie werden sicherlich nichts von einer fliegenden Festung wissen. Ja gut, doch, das wird natürlich auch herauskommen, aber das ist natürlich ein Schauspiel, das Gareth noch nicht gesehen hat. Wir könnten das kaiserliche Banner unter das Luftschiff hängen, um die Lufthoheit des Mittelreichs über Gareth zu demonstrieren. Wir werden erstmal anders auftragen müssen. Das letzte haben wir vor Verheim verloren. Soll ich eins schneidern? Wenn ihr mir sagt, wie es aussieht und aufmalt, kann ich eins schneidern. Ich denke, im Kaiserschloss wird es zwar vorrätig sein, in der neuen Residenz. Vorrätig nicht, aber es wird natürlich alte geben. Von Brinn und von Rahl und von Reto. Also ich Banner, bin mir sicher, Banner werden wir Banner ohne Ende haben. Können wir uns sicherlich organisieren, da brauchen wir dann auch den Reichsgroßgeheimrat nicht für. Da werde ich einfach mal Storko fragen und bitten, dass er uns eins mitgibt. Storko ist immer für einen Spaß gut. Na gut, klingt auf jeden Fall nach einem guten Vorschlag. Wie fliegt das Ding eigentlich? Ich habe das noch nicht verstanden. Also fliegt das nur einmal, wie so Magier, oder fliegt das ganz oft? Wie funktioniert das? Also wenn das Platz, wie ich mir vorstelle, richtig funktioniert, dann funktioniert das darüber, dass es mehr Luft wegstößt als die Luft, also dass die Luft uns mehr wegstößt als wir die Luft. Was? Naja, du hast doch bestimmt schon mal die Hand über ein Lagerfeuer gehalten und ja. Es ist oben warm, aber nicht unten. Also wenn du irgendwie sozusagen unter die Fackel greifst, dann ist es nicht warm, aber über der Fackel, richtig? Ja, klar. Ja, Fim, hast du dein Schwert schon mal in das Wasser geschmissen? Ja. Was passiert? Geht unter. Genau. Hast du schon mal ein Stück Holz auf Wasser geschmissen? Ja, ja. Geht nicht unter. Genau. Das hat etwas mit der Dichte zu tun. Und heiße Luft ist weniger dicht. Okay, ja, Hans fängt jetzt an, einen nanosgefälligen Vortrag zu halten und wird jetzt eine halbe Stunde etwas über die Physikalität und Paraphysikalität von Luft erzählen. Ja, wird eine SE für euch alle rausspringen, wenn ihr zuhört. Und ansonsten könnt ihr euch überlegen, was ihr den Rest des Tages noch tun wollt. Außer Hexen auftreiben und mit dem Adler herumfliegen. Die geht zweimal und am Ende schaue ich ihn an. Fliegt jetzt nur einmal oder öfter? So oft ihr wollt, solange wir heiße Luft haben. Super! Los, komm, also besorgt erstmal das Banner. Ich werde das dann leicht umschneiden, dass wir das runterschneiden können. Dass wir auf jeden Fall mit dem Banner von Gareth hier über Gareth kreisen. Sollten wir vielleicht auch noch das Banner der Verbündeten darunter schrauben? Ich weiß nicht, wie viele Banner darunter passen, bevor ich das Ding nicht mehr landen kann. Aber wie heißt es schön, runter kommen sie alle? Ich wollte gerade sagen, landen? Landen ist nicht im Plan. Naja, also es soll ja schon noch einmal wieder landen, sonst. Obwohl es muss mindestens dieses eine Mal noch landen, damit wir damit überhaupt die Feste raufkommen könnten. Richtig. Ich weiß nicht, ob es vorteilhaft ist, einen Banner Anfass über Gareth schweben zu lassen. Naja, aber es gibt doch hier so andere Banner. Diese ganzen Königreiche hier, die ihr habt im Mittelreich, die haben doch alle Banner, oder nicht? Ihr meint Fürstentümer und Herzogtümer. Ja, ich dachte, ist Rohaya nicht Königin von Garethien gewesen? Gibt es da nicht was anderes noch? Oder gibt es nur Königreich Garethien? Ich meine, es gibt nur das Königreich Garethien. Ah, Entschuldigung. Die anderen sind Fürstentümer bzw. Herzogtümer. Es gibt nur das Königreich Albernien. Zum Beispiel, so dann hängen wir die auch noch drunter. Das Mittelreich vereint gegen den Feind. Versteht ihr, was ich meine? Ich habe eine bessere Idee. Können nicht so unendlich viele große Banner haben. Das heißt, wir machen das große Banner und machen dann links und rechts unter die Maschine dran, an das Holz, kleine Stoffbanner. Also wirklich sozusagen so faustgroße. Und da machen wir die ganzen Verbündeten drunter. Dann kriegen wir sie alle dran, auch alle anfahren. Sieht man die denn vom Erdboden aus? Nur wenn man gute Augen hat, aber wir können ja ein bisschen dichter ranfliegen.
Es reicht, damit sich niemand vor den Kopf gestoßen fühlt. Das ist eine gute Alternative. Vergesst ihr nicht den Herzog von Hintertopfingen. Ja, wir müssten da sozusagen auch irgendwen haben, der sich damit auskennt. Hier, und schaut Richtung unseres Landesakoluten, Geweihten. Ihr, großer Mann, ihr seid doch bestimmt, wenn ihr schon so viel darüber wisst, über dieses ganze, wie man dicht wird, Zeug. Ich kenne das nur mit Alkohol. Dann wisst ihr doch bestimmt, wie die ganzen Flaggen aussehen, die wir brauchen. Ihr meint Heraldik. Genau, das heißt bestimmt so. Ob ich alle Flaggen aufzählen... Ja, alle, die wir brauchen. Alle die wichtigen, die wir brauchen, von allen wichtigen Leuten des Mittelreichs und ja, wie das Anfanische Reich die Flagge aussieht, das kann Raffi mir auch erklären. Ganz genau. Ja, das bekomme ich wohl hin. Sehr gut. Wie viele Leute passen denn auf dieses Flugdings? Also ich hätte jetzt mit mindestens 3 bis 4 gerechnet, aber ich werde erstmal gucken, wie das Ding sich verhält, wenn wir beide drauf stehen, ob das Ding dann überhaupt startet oder ob das Ding dann startet, wenn ich da allein drauf stehe oder ob wir da noch irgendwie noch mehr Leute mitnehmen können. Also ich will das Ganze einmal testen. Ich glaube, durch Testen kann man das am besten herausfinden. Meine Vorhersagen beruhen da nicht so wie jetzt hier von unserem Landesakoloten sozusagen auf Wissen, sondern mehr auf Versuche, die Irrtum. Okay, finde ich gut. Ja, also gut, dann lass mich dir kurz eine Liste zusammenschreiben mit den Stofffarben, die du brauchst. Dann kannst du den Rest zusammenschneiden und dann gehe ich zu Storko und organisiere uns eine sehr große Flagge. Ja, und so würde er dir eine halbe Stunde damit verbringen, während er dir dann eine kleine Liste zusammenschreibt. Könnt euch dann natürlich dann noch so ein bisschen unterhalten, noch ein paar alte Kekse essen, die Frau Putz dann noch übrig gelassen hat. Sind natürlich keine frischen und warmen, aber Tee bekommt dann Abel mir auch hin. Ja, schon ein bisschen einsam und verlassen, wenn Abelbier sich jetzt hier unten in der Küche so ein bisschen umsieht. Aber ja, zurzeit bist du wohl der einzige Hausherr. Zahlreiche Schlüssel und Schlüsselbünde hat sie dir dann auch hinterlassen. Und ja, so könnt ihr die Zeit so ein bisschen vertreiben, bis dann Answin aufbricht und nach einer weiteren halben Stunde dann mit einem großen eingerollten, eingeschlagenen Banner mit einer Flagge dann wiederkommt, mit der, ja, mit dem Zeichen der des Hauses Gareth darauf, dem Fuchskopf. Herr Abelmir, wie wär's, wenn diese Festung besiegt ist und wir dann noch leben und dieses Haus hier nicht zerstört ist? Wie wär's, wenn wir dann in das Haus von Witte Frutz gehen, Kekse machen und sie mit unseren gewachsenen Keksen willkommen heißen, wenn sie wieder zurückkommt? Habt ihr euch seit Neuestem in der Kunst der Keksbäckerei geübt? Natürlich, ich war schon Schiffskoch, mein Junge, als ihr mich angehört habt und mir erzählt habt, dass es auf eine Dämonenarche geht. Und ihr traut euch zu, die Kekse der Witwe Prutz übertreffen bzw. nachzumachen? So, in Sachen Nachmachen verstehe ich mich verdammt gut. Schlimmer als eure Kocherei, kann sowieso nichts anhaben bei mir. Nun gut, ich stelle euch gerne meine Küche zur Verfügung. Ich glaube, Buchweizen müsst du nach Dach haben. Oder, ja, nicht jetzt. Hafer. Jetzt haben wir ganz wichtige Dinge zu tun. Aber wenn die ganze Ich meine danach, aber. Dann machen wir Kekse. Und dann vielleicht machen wir alle Kekse zusammen. Es ist ein hehres Ziel. Ja, ich finde das ein sehr schönes Willkommensgeschenk, wenn die Frau wieder zurückkommt und wir und ihr Haus noch leben. Hervorragend. So, das wollen wir beschließen. Kekse für Frau Prutz. Kekse für Frau Prutz. Dann backen wir die Heldenkekse. Ob die schmecken? Naja, da müssen wir wohl alle dann durch am Ende. Ah, ja, Ömer, gib mir mal bitte eine Schneidernprobe. Ich werde mal die ganze Regeneration von euch hier mal rausnehmen. Ich denke mal, die Spezialisierung Entwurf und Festgewänder zählt nicht. Nein, weil du keinen Entwurf und Festgewand schneiderst. Und dann bitte eine Heraldikprobe, erleichtert um 10. Dass der gute Mann mich anleitet in Heraldik. Ja, das ist wahrscheinlich eher deine eigene Schneidernprobe, die ich da anleitet. Aber ja, klar, er würde dich da unterstützen. Und so kannst du dann nach und nach über, ja, ich sag einfach mal 2 Stunden, die er dann da verbringt, kannst du dann die Sachen zusammenschneidern. Alles, was ihr so braucht, und dann seid ihr ausgestattet, um in die Luft zu heben, wenn ihr dann irgendwoher heiße Luft bekommt. Ja gut, und das Treffen mit den Hexen stimmt dann heute auch noch an, wenn ihr das dann machen wollt. Ja, aber so die ersten paar Stunden des Tages gehen dafür dann ja drauf. Ich müsste noch die Artefakte abholen. Ich weiß nicht, ob die schon fertig sind bei der Schwarzen Gilde.
Ja, das kannst du in der Zwischenzeit dann machen. Das sind dann jeweils, was hatte ich gesagt, pro Held Paralys zweimal auszulösen mit einem Spruch, den du dir jetzt, oder mit einem Losungswort, das du dir jetzt ausdenken kannst. Zu Stein. Okay, wenn du sagst zu Stein, ich werde drauf achten. Oh, Rammelmier! Ich werde drauf achten. Rammelmier! Und ebenfalls war es, glaube ich, noch ein Flimflam-Artefakt oder mehrere, keine Ahnung, mit mehreren Ladungen bewegliches Licht bzw. Leuchtturm-Variante. Genau, dass du das dann einmal abschießen kannst an der Stelle, wo dann die Wandstrahle einschlagen sollen. Nimm wenigstens was auf Bosporano. Und fürs Flimflam dann halt Ignis Lumen. Ignis Lumen für die Leuchtkugel, ja, alles klar. Gut, also die Artefakte kannst du in der Zeit abholen. Wollen die anderen noch irgendwas tun? Irgendwas für den gesamten heutigen Tag? Also, ich weiß nicht, möchte Iserun auf dem Vogel auch mitfliegen? Wollen die anderen da mitfliegen? Also ich würde schon damit fliegen, ja, auf jeden Fall. Ich würde gerne meine Zeit anders nutzen und die ganzen Gift- und Bleikammern der Akademie Schwert und Stab, beziehungsweise der magischen Rüstung durchsuchen, Ja. was es dann noch für nützliche Sachen zu holen gibt. Ja, das habe ich mir gedacht. Schwert und Stab. Du kannst einmal bei deiner Spektabilität nachfragen und Saldo Foslarin kann dir dann erzählen, dass es im Keller mehrere gut gehütete Akademiegeheimnisse gibt, die auch für deine Nase noch nicht gut sind. Es gibt sowas wie eine Originalausgabe des großen Elementariums. Es gibt Taumaturgier. Magische Rolle der Gildenmagier mit einer Legende von Basilius dem Großen selber. Also viele verschiedene Sachen, viele Wahrheitsamulette, auch so etwas. Es gibt ein rotes Auge dort unten oder auch ein Langschwert, mit dem dann die Abschlussfeiern der Adepten dann, ja, die dann geweiht werden, also was heißt geweiht, die dann in diese Akademie aufgenommen werden. Das ist nichts, was dir weiterhilft und der Rest, der dann unten in den Giftkammern und in den Giftschränken liegt, den wird er dir dann eben nicht mitgeben. Aber wenn du dann nach einer langen und ermüdenden Diskussion mit Saldor Fosslarin dann in die magische Rüstung marschierst, dann kannst du da dann tatsächlich etwas sehr Sinnvolles entdecken. Frag doch mal die. Ja, Buckelsbrück ist noch keine Spektabilität, aber zumindest derjenige, der gerade diesen Keller verwaltet. Gib mir da doch mal bitte eine Überzeugenprobe, um Buckelsbrück zu überzeugen, dass er dir da was rausgibt. Zwei, ja. Also du kannst dir. Es gibt hier eine ganze Menge, aber du kannst nur zwei Sachen aussuchen. Guardianum-Amulette. Für ein persönliches, persönliches Guardianum-Schild, eine Handvoll Armatrotz-Armreife, es gibt einen Invercano-Handspiegel und Pentagramma-Teppiche. Zudem Artefakte mit Antimagie-Zaubern, Schadenszauber stören, Verwandlung beenden und Einfluss bannen. Zwei Sachen kannst du dir davon raussuchen. Okay. Sie hätten zwar noch viel mehr, aber mit der Probe ist das nicht drin. Gut, dann überlege ich mir mal, was ich mitnehmen möchte. Kiaras, auf ihm. Ich will fliegen gehen. Dann guckst du Fliegen zu, gehen, wie geschneidert wird. ja, das ist leider die Wahrheit. Gut. Jalan? Ja, ich koche mir einen schönen Fallblütentee und gucke mir diese Flugmaschine an. Mich interessiert das. Ja, also Isarun kann da natürlich auch noch mitfliegen. Es ist nur einfach so, dass dann die Zeit sinnvoll genutzt wird, während immer da rumschneidert. Gut, dann könnt ihr euch erneut wieder bei Witwoods treffen. Ömer setzt gerade den letzten Stich bei der letzten Flagge, um da dann alle zu ehren. Answin nickt auch zufrieden. Und Isarun kommt gerade herein mit zwei kleinen Dingen in der Hand. So, ich weiß endlich, wie wir das Problem lösen mit dem Lagerfeuer an Bord, was ich brauche. Ihr braucht ein Feuer. Ja, es muss Also ein vor allem großes der Feuer heißen, sein, um der so viel heißen Luft, heiße Luft zu ja. erzeugen. Ich weiß endlich, wie wir das Problem lösen. Warum ist das denn ein Problem? Ich meine, wenn die Maschine dafür da ist, dann wird doch auch wohl Ja, die ist ja komplett aus Holz und das Ding, was sozusagen, wo die heiße Luft reingeht, ist aus Stoff.
Aber ist kein Ofen an Bord gestellt worden, oder? Es ist mehr oder weniger ein Ofen. Es ist eine große Schale, die an Messingringen bzw. Holzmessingringen, so eine Mischung daraus, damit die Wärme sich nicht so gut überträgt auf das Stoff-Ledermaterial, die darunter eingehangen ist, die so ein wenig, die so ein paar metallene Abschirmung hat, aber mehr auch nicht, und die vor allen Dingen dann mit Zwergenkohle befüllt wird, damit wir die Hitze herkriegen, ohne dass wir ein großes Lagerfeuer brauchen, dass wir Flammen haben, die das Ding verzehren. Ich muss dann nochmal mit dem König reden oder beziehungsweise gucken. Hier muss doch überall Zwergenkohle bestimmt zu kaufen geben in der Stadt. Und dann kaufe ich ein bisschen Zwergenkohle und dann fliegen wir damit. Das hört sich alles sehr waghalsig an. Ob das wirklich funktioniert? Ach, und wenn nicht, stürzen wir alle ab. Das ist doch auch lustig. Ich wollte sagen, wir haben doch, ich habe doch schon gesagt, ich teste die Dinge über Versuch und Irrtum. Richtig. Ja, das stimmt. Auch wenn ich mir nicht vorstellen kann, dass dieses Schiff fliegt. Ich kann mir das auch noch nicht genau vorstellen, aber ich habe da... Also eigentlich kann ich mir das nur vorstellen. Ich glaube das noch nicht, aber ich hoffe, dass meine Vorstellung sich in die preisgewollte Realität umsetzt. Der schlaue Mann da vorne hat das doch erklärt, warum das geht. Irgendwas mit Luft und mit weniger Luft. Er hat auch irgendwas gesagt, dass man dicht sein muss, aber ich wollte jetzt nicht besoffen fliegen. Mich viel interessiert dann viel eher, wenn es tatsächlich fliegt, wie navigiert man es? Doch egal. Naja, irgendwann musst du steuern, oder? Ja, man hat hinten so große Blasebalge und da sind zwei Stücke und die sind über so ein Tretding, wo man sich draufsetzt und dann tritt man mit den Füßen da rein und dann geht es über eine Kurbel da rein und dann werden die beiden Blasebalge bedient und pusten dann in die entsprechende Richtung und ja, gleichzeitig hat man auch so ein Ruder, um sozusagen die Blasebalge ein Stückchen weiter nach links oder rechts zu drehen und darüber geht das dann. Dann hat man noch so eine Klappe, die man mit der Hand bedienen muss, um zu gucken, dass man sozusagen die Klappe, die sozusagen dafür zuständig ist, wie viel Wärme nach oben geleitet wird, also sprich, wie stark die Kohlen abgedeckt sind oder nicht, gleichzeitig bedient, um zu gucken, dass man mehr oder weniger heiße Luft nach oben befördert, um höher zu fliegen oder wieder runterzukommen. Und zwar auf ein gemäßigtes Tempo. Nun gut, aber wie kommen wir dann voran? Ich meine, hoch und runter, gut, aber... Ja, wir haben da zwei so Sitzbänke, wo man sozusagen seine Füße in so, ich weiß nicht, wie man das genau nennt, Pedale, wird mir dazu gut einfallen, steckt und dann trampelt. Also, das ist so ähnlich wie Schwimmen. Also Ruder für die Füße. Genau. Man braucht mindestens vier Leute, oder? Also oben können zwei Leute sitzen und strampeln, aber es geht auch alleine, denke ich. Wie viele passen denn dort drauf? Also ich glaube, dass wir da irgendwie zumindest zu 6 oder zu 8 oder vielleicht auch so 10 drauf passen würden, vom Platz her. Und wo kriegen wir ein paar kräftige Ruder rein? Ach, wir setzen uns da hin und machen das eben selber, kann doch nicht so schwierig sein. Also ich wollte das schon selber machen, weil ich mir dachte, das muss ja mindestens einer selber machen. Nun, einer muss das Feuer am Laufen halten, einer muss steuern, zwei paddeln und... Ja, notfalls muss man auch alles selber machen, da muss man sozusagen ein bisschen über diesen Kahn flitzen. Das heißt, immer wieder Kohle nachwerfen, Kohle... oben sozusagen dann jetzt hier größer, kleiner machen, um höher oder tiefer zu fliegen und gleichzeitig dann immer wieder strampeln, um in die entsprechende Richtung zu kommen, wo man will. Aber ich glaube, am besten lässt sich das Ding, wie ihr es genau gesagt habt, mit 3 oder 4 Leuten steuern. Einer, der die Richtung vorgibt, 2 Leute, die strampeln und einer, der sich um die Kohlen kümmert. Ja, Karinor, schiffen können wir uns aus. Nun, das Steuern sollte nicht zu schwierig sein mit einem klein wenig Übung. Also man kann das auf jeden Fall so ein bisschen wie die Seefahrt betrachten, nur eben in den Lüften. Nun, ich habe oft genug am Steuer eines Schiffes gesessen. Mhm. Dann seid ihr wohl der absolut ideale Mann dafür. Rafim, ich glaube, ihr habt kräftige Beine. Ihr seid gut im Strampeln. Und Jalan, ihr seid auch gut im Strampeln, oder? Beim Strampeln kann man auch gleichzeitig sozusagen jetzt hier Befehle geben. Das ist richtig. Kann denn jeder strampeln, der an Bord ist? Also jeder außer dem Steuermann? Genau. Man kann vom Strampeln aus das Steuer ergreifen, aber man kann auch sozusagen einfach den Steuermann steuern lassen und nur strampeln und gleichzeitig vielleicht Befehle geben. Und ich würde mich an den Ofen stellen und gucken, dass der Ofen in Betrieb bleibt. Und naja, wenn sonstige Dinge abgehen, abfallen, kaputt gehen oder so, kümmere ich mich auch darum. Ich habe das Gefühl, dem Ganzen fehlt ein Harpunal in der Front. Oder zwei. Ich glaube, es klopft kurz an der Tür und Isarun tritt ein. Magetta? Grüßt euch. Was diskutiert ihr? Wir wollen gleich fliegen gehen. Ach hey. Ja, das werde ich mir auf jeden Fall ansehen. Ich komme gerade aus der magischen Rüstung.
haben noch zwei Artefakte mitbekommen, die uns vielleicht helfen könnten. Dieses hier löst einen persönlichen Guardianum aus. Und das hier ist ein Pentagramma-Teppich. Sehr interessantes Artefakt. Was macht er? Er treibt einen Dämonen aus. Muss man den Teppich über den Dämonen schmeißen oder wie soll das funktionieren? Also wie ich das verstanden habe, entrollt man ihn und löst dadurch den Zauber aus. Antimagie können wir wohl in allen Mengen gebrauchen, in denen wir sie kriegen können. Das ist wohl wahr. Ihr werdet schon wissen, wie man damit umgeht. Das hoffe ich doch. Und diesen Flug wolltet ihr denn jetzt machen? Jetzt gleich, ihr kommt gerade ideal recht. Wir haben gerade schon mal besprochen, wie wir uns aufteilen wollen auf diesem Flugschiff, um es wie ein Schiff der Lüfte zu bemannen und zu bedienen. Falls etwas schief geht, hier habt ihr schon mal die Artefakte der Schwarzen Gilde. Ein Paralyse-Zauber. Ihr wisst ja, wie er funktioniert. Der Abraxas ist auf diesem Zettel nicht reich. Gebe immer mal einen Zettel. Ja, sehr schade. Ich dachte, du redest. Der Abraxas, das Auslösewort draufsteht für beide Artefakte. Und hier noch ein weiteres Artefakt für, wie wir besprochen haben, ein Lichtartefakt. Mit dem anderen Wort da drunter. Sprecht es bitte nicht aus, sonst wird diese Artefakte ausgelöst. Ich meine, ich soll jetzt nicht sagen zu... Genau. Ah ja, genau, da. Zum Kuckuck. Reicht bitte den Zettel weiter für die anderen. Und verteile ja, die Artefakte halt. Da, das Koffein, das sind die Passwörter. Hier, vor allen Dingen für das Ding, was du brauchst, wenn du dich mit dem Ogerlöffel hochschießen lässt. Das musst du dann sagen, am besten während des Fluges oder kurz vorher, je nachdem. Ihr wollt das immer noch tun? Natürlich! Und der Bruder dann die Maschine? Das ist doch scheißegal, Hauptsache ich kann mich da hochschießen. Raphim, Aufmerksamkeit. Hier, ja. Merkt euch das Passwort. Das ist wichtig für euer Leben. Es sind zwei Ladungen. Einmal, um auf die Feste zu gelangen und mögen uns die Götter beistehen, wenn wir hinunter wollen. Wie lange hält das? Ausreichend. Einige Minuten. Ah, okay, also wenn ich da oben einschlage, dann bin ich erstmal ein bisschen unbeweglich. Genau, aber ihr könnt auch nicht verletzt werden. Zumindest nicht von normalen Waffen. Zauber ja, aber nun ja. Das heißt Dämonen auch? Wenn der Dämon zaubern kann, ja. Aber mit normalen, profanen Mitteln ist der Körper unempfindlich. Ist ein Dämon denn ein profanes Mittel, Abelmir? Ein Dämon ist kein profanes Mittel, Abelmir. Dann sollten wir hoffen, dass wir in einer Armee von Söldnern einschlagen und nicht in einem Dämonenhort. Wer weiß, welche fiesen Tricks diese Schwarzmagier noch dort hineingesprochen haben. Vielleicht macht es euch grün. Oder tot. Wollt ihr ihnen wirklich trauen? Dann lieber grün. Ja, was sollen wir sonst machen? Uns nicht mit dem Oberlöffel da hochschießen? Das ist doch keine Option. Zum Beispiel. Wart ihr dabei, als ihr gemacht worden habe mir? Natürlich nicht. Aber mir vertraut auf seine Freunde. Also ich würde den Leuten auch vertrauen, denn ich glaube, die haben Interesse daran, dass Gareth nicht untergeht. Und zwar ein übergeordnetes, über jegliche Form von monetären oder Machtrangelei-Denken. Sie haben allerdings kein Interesse daran, dass wir die Sache überleben. Aber wenn sie doch glauben, daran ausgehen, dass wir vielleicht diejenigen sind, die sozusagen mit dafür verantwortlich sind, dass das Ganze gelingt, dann glaube ich schon, dass sie Interesse daran haben. Ansonsten gibt's ja noch theoretisch die Möglichkeit, einen fähigen Analysemagier zu finden, der es analysiert. Ihr setzt sehr viel Vertrauen in Dämonologen und Nekromanten. Nun gut, es ist euer Leben. Wir müssen es ja nur als Sicherheit haben. Sagt Irma, Raphim, habt ihr diese beiden toten Bluthunde vor uns zu verantworten? Das ist Lagerhalle 42. Ja, die Hunde sind leider gestorben bei dem Plan, sie zu umgehen. Ihr lasst die auf der Straße liegen? Nee, vor der Lagerhalle. Siehst du doch. Es ist doch praktisch auf der Straße. Nein, es ist vor der Lagerhalle. Die Straße ist hier, da ist die Lagerhalle.